Wir befinden uns auf dem Weg zum Grab von Hans Albers. Nach ca. 450 Meter kreuzt die Ringstraße die Rekordesallee. Wir bewegen uns weiter ca. 850 Meter bis auf der linken Seite die Waldstraße folgt. Der folgen wir ca. 290 Meter bis zum Kreisverkehr. Die erste Ausfahrt wäre die Kapellenstraße. Die lassen wir liegen, nehmen die zweite Ausfahrt, das ist die Waldstraße, nach ca. 150 Metern. Der dritte Weg, der rechts folgt, den nehmen wir und nach ca. 50 Metern auf der linken Seite befindet sich das Grab von Hans Albers. Das letzte Hemd hat leider keine Taschen. Man lebt nur einmal.